Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Final Fantasy X. In der letzten Episode haben wir die Goers 4-3 geschlagen und das Blitzball-Turnier gewonnen. Und in der heutigen Episode lassen wir uns erstmal von der Menge feiern und kosten unseren Sieg aus, auch wenn Wacker gar nichts gemacht hat. Immerhin haben wir es geschafft, die letzten 2 Minuten zu verschwenden und hinzuhalten, sodass wir den Sieg nach Hause bringen konnten. Das ist schon viel wert. Ah. Nein! Monster! Und ihr seht hier tonnenweise Sahagins, wo die herkommen, keine Ahnung. Denn wir haben hier gerade ein Blitzballspiel geführt und jetzt sind hier Monster. Für diesen Kampf hier wollte ich das Blitzschwert haben. Solltet ihr... Es geht nämlich darum, mit dem Blitzschwert brauchen wir nur 2-mal anzufeuern und dann können wir ohne Probleme die Gegner hier vernichtend schlagen. Und wenn ihr das Schwert nicht habt, mit Bruderherz müsstet ihr dann doch 5-mal anfeuern und selbst dann weiß ich es nicht hundertprozentig, ob sich's ausgeht. Mit dem Blitzschwert geht sich's auf jeden Fall aus. Solltet ihr einen Blitzball bekommen, also einen Ball mit Blitzschlag für Wacker bekommen haben, dann könnt ihr das auch tun, denn mit Wacker werden wir jetzt nicht angreifen, denn das Problem ist bei Wacker kann die Gegner hier nicht vernichtend schlagen. Und ihr seht, mit Tidos ist das überhaupt kein Problem. Wir kämpfen hier irgendwie gegen 17 oder so, 16, 17 von den Viechern. Und ihr müsst auch nicht, also der Kampf endet nicht, das Anfeuern bleibt. Und es ist halt super nützlich hier mit Tidos alle Gegner vernichten zu schlagen, da wir hier halt Unmengen an Spheroiden gewinnen am Ende, die wir in großen Mengen zu unserem Vorteil benutzen können. Und ohne diese Waffe geht es nicht. Darum immer schön alles einsammeln. Und immer schön aufs Maul kriegen lassen. Scheinen nur noch 2 zu sein. Kannst du nicht Wacker angreifen? Ah ne, da kommen noch mehr, ihr seht. Da sind nochmal 2, 3 sogar. Ich werd mal Wacker benutzen, um Matidos zu heilen, denn wenn der uns jetzt umfällt, dann wäre das überhaupt nicht toll. Mhm. Schön, daneben ist auch vorbei. Und wir kastieren hier weiter unsere Vernichtens. Oh, 4 sogar. Könnt ihr nicht auf Wacker losgehen? Ja, eben, das ist es nämlich, ne? Wenn die nicht auf Wacker losgehen, dann muss ich Tidos immer wieder heilen. Denn ich kann Tidos nicht... Wenn mir Tidos stirbt, dann muss ich wieder anfeuern. Geht auf Wacker los, der hat fast seine Ekstase voll. Jetzt gehen sie auf Wacker los. Seht ihr das? Immer dann, wenn ich... Ich kill jetzt D. Könnt mich mal. Nee. Da kommt noch ein... ist das euer Ernst? Einmal Wacker. Einmal vorbei. Ich... heil mal nochmal. Mit etwas Glück. Jetzt ist egal, welchen von denen ich vernichte. Dann heilen wir mal Wacker selber, denn dem geht's auch nicht mehr so gut. Der hat auch schon ein bisschen was eingesteckt. Wieder Tidos. Komm schon, nochmal Wacker. Wunderbar, damit haben wir Wackers Ekstase. Die wollte ich eh schon mal einsetzen. Wackers Element-Tombola erlaubt es uns jetzt. Wir müssen versuchen... Wow. Dreimal das... Also da bin ich nicht gut drin. Wir wollten dreimal das gleiche Element haben. Zumindest konnte ich einen davon vernichtend schlagen. Mein Ziel war es eigentlich, alle dreimal das gleiche Element hinzubekommen. Wenn ihr das nämlich hinbekommt, dann könnt ihr richtig schön Schaden damit verursachen. Aber da bin ich jetzt nicht gut drin.
Ich benutze die Element-Tombola auch fast nie, da wir später eine wesentlich bessere Tombola bekommen. Da gehen wir dann später darauf ein, aber somit konnte ich auch Wackers Ekstase mal zeigen und wir haben alle erledigt. Erfahrungspunktemäßig war das jetzt nicht so heftig, aber guckt euch die Kraftsphäroide an. Wir haben 34 Kraftsteroide bekommen und die können wir dann halt wirklich benutzen. Wir brauchen nie wieder uns Sorgen um Kraftsphäroide machen, denn die werden uns nie ausgehen, das ganze Spiel über nicht. Hier geht's richtig rund gerade, denn von überall werden wir von Monstern angegriffen und Auron macht einen auf sau cool. Das ist typisch, ne? Ich hab's im letzten Part verschrien. Natürlich kommen die Monsters. Hallöchen. Das ist ein Drache. Oder zumindest eine Echse. Und Auron macht einen auf cool. Hat aber auch alles Recht dazu, denn jetzt beginnt die mächtige Schlacht gegen die feuerspuckende Echse hier. Und Vivel hier hat genau genug HP für einen Schlag. Auch ein alter Angeber. Brauchen wir uns keine Gedanken machen. Also, ey. Ja, Auron. Natürlich ist es der Auron. Und natürlich werden wir auch nochmal von einem Monster angegriffen. Jetzt haben wir alle drei zur Verfügung. Was ich hier machen möchte, ist fünfmal anfeuern wieder. Das brauche ich für Auron, denn Auron ist der Einzige, der hier die Chance hat, den Gegner vernichtend zu schlagen. Wir werden natürlich wieder unseren Blindhieb einsetzen. Damit der auch nicht angreifen kann. Denn damit trifft er uns nicht. Aurons Kraftbrecher, falls er dann doch mal treffen würde. Damit können wir nämlich verhindern, dass, falls er uns angreift, wird der Schaden gesenkt. Und mit Wackers Blindhieb wird sichergestellt, dass er uns nicht trifft, und Kraftbrecher sorgt dafür, dass es weniger Schaden macht. Das habe ich jetzt, glaube ich, irgendwie 15 Mal gesagt und mit unterschiedlichem Erfolg. Ah, er versucht wirklich gleich auch noch die Schockwelle einzusetzen. Jetzt haben wir den dritten anfeuern. Du darfst sogar angreifen. Ah, also das ist noch zu wenig. Ihr seht, 390. Das musste das vierte Mal anfeuern sein. Könnte auch das fünfte Mal sein. Nee, ich glaube, das war das vierte Mal. Das müsste jetzt das letzte Mal gewesen sein. Wir werden es ja jetzt gleich sehen, denn wir brauchen mit Auron über 500 Schaden, um ihn vernichten zu schlagen. Das reicht. Das heißt, jetzt muss ich nur noch mit Auron angreifen. Sicherheitshalber feuern wir nochmal an. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn wir jetzt ganz viel Pech haben. Auron 499 und dann ist es nicht vernichten. Aber wir haben genug Schaden. Wunderbar. Damit haben wir auch ihn hier vernichtend erledigt. Auron hat es einfach drauf. Die Erfahrung ist hier nicht so heftig, aber nochmal drei Kraftsphäroide, eine Arktis-Klinge für Auron. Also auch noch eine Eiswaffe. Ach, die können uns gar nichts. Wow, noch ein Garuda. Das wird lustig hier. Aber wir können das schaffen. So heftig ist das nicht. Ha. Simon? Ach nee, Primas Simon. Entschuldigung, will dich ja nicht falsch ansprechen. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Beschwörung. Das ist eine Beschwörung. Wow. Was ist denn das für ein Viech? Wow. Wow. Der macht einfach mal blink, blink, blink. Alles tot. Ja, hier waren Dingos. Warm. Wow. Yuna, du... Der one-shottet sogar Garudas. Yuna, du musst... du musst besser werden, weil der Typ da... Der ist ein bisschen stärker als du. Wow. Wieso legst du dich nicht mit Sinn an? Mit der Bestie kannst du doch fast nur gewinnen.
Wow. Nun gut, was es mit dem Viech auf sich hat, das erfahren wir später. Naja, eigentlich brauche ich nicht speichern. Ich speichere dann beim nächsten Punkt. Dann, ja, wir haben den Blitzball-Pokal gewonnen. Ja. Ja, wir müssen weiter. Ah, genau. Ja, but. Come on, look sharp. The blitz season just started. Don't make those faces, ja? Jetzt wird richtig abgerockt hier. Ihr habt den fucking Pokal gewonnen. Guckt euch das Ding an. Wie geil. Wir haben die Luca Gowers vernichtet. See ya, boys. Na gut, vernichtet. Also immerhin wir haben gewonnen. Wow. Nice. Hey. Genau so. Zusammenreißen hier. Außerdem, hauptsächlich den Sieg wollte ich eigentlich haben wegen dem Stärkesphäroiden für Tidos. Sorry for making you wait, Yuna. I have some promises to keep, yeah? Mm-hmm. From now on, I'm your full-time guardian. Mm-hmm. Then welcome back, Sir Waka. Good to have you with us. Hey. It's good to be back, yeah? Mm-hmm. Damit haben wir Sir Waka in unserem Team permanent. So. Any news on what happened? Not really. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Das ist eine heftige Bestie gewesen. Aeon, it was so powerful. Hey, you! Don't just stand there. All of this is your fault. Getting swallowed by sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Zanarkand, everything! Wärst du lieber in Zanarkand krepiert? Ja, und dann lacht er auch noch. Bastard. Voll nett. Armer Tidus. Ja, er lacht ihn voll aus. Das ist eine gute Frage. Du kennst meinen alten Mann, nicht? Ja. Hat er doch schon gesagt. That's correct. Hey man, there's no way. It's just impossible. Nothing impossible about it. Das sind 1000 Jahre. Raska and I together we defeated Sin 10 years ago. Wow. Then I went to Zanarkand, where I watched over you. Du bist 1000 Jahre in die Vergangenheit gereist, um auf wow. I could bring you to Spira. Ah. Okay. Und das ist also wirklich alles deine Schuld. Jack asked me to. Ha? Jetzt kommt der Omega-Spoiler im Spiel. Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But okay. Then I felt something object there in that shell. Couldn't you? Huh? You must have felt him. When you came in contact with Sin. Erinnert euch, die Cutscene, wo wir auf Jack zugeschwommen sind? It is. Sin is Jack. Das ist der erste große. No, that's ridiculous. No way. I don't believe you. Jack wurde zu Sin. Wie auch immer das passiert ist. Come with me. Das erklärt auch, warum Sin so an Tidos Arsch klebt. Every story must have an ending. I don't care about your stories. Die Geschichte kann auch hier enden, ne? Wir können ja jetzt voll fett Blitzball-Profi werden. Sorry, you feel that way. Fine then. Come or don't come, it's your decision. Ich meine, jeder will ihn jetzt haben. Ich meine, ich habe 4 fucking Tore gegen. What am I supposed to say? You tell me it's my decision. But I don't have a choice, do I? You're the only one who can tell me what's going on anyways. I have to go with you. I have to. Wir wollen zwar, ja, wie soll er sonst nach Hause kommen? Irritating. I know. Or are you afraid?
Will I ever go home? Back to Zanarkin? That's up to Jekt. I'm going to offer my services to Yuna. Come. Und damit wird auch Tidos zur Leibgarde. Lassen unsere Sportlerkarriere hinter uns und werden zu einer Leibgarde. Das ist, ne, das ist schon leicht heftig. Armer Tidos. Nach 10 Jahren endlich rausfinden, was wirklich mit seinem Vater passiert ist. Man merkt hier wirklich, auch wenn er sehr angepisst ist und wenn er sich immer wieder dagegen sträubt und sagt, er hasst seinen Vater, die Aggression, die man von ihm mitbekommen hat, darauf hin, dass nun doch Sin Jekt sein soll. Natürlich auch das Ganze hier in Spira gefangen zu sein und wie komme ich jetzt nach Hause nach Zanarkin. All das wird noch ein großer zentraler Punkt werden, viel wichtiger. Ein ganz großer zentraler Punkt wird dieser Angriffssphäroid hier in Tidos Sphärobrett werden, denn dieser verbessert Tidos Stärke um sage und schreibe 4 Punkte. Dadurch können wir nicht nur noch mächtiger werden, dadurch können wir auch endlich Tidos weiter bewegen. Und wenn wir Tidos hierhin bewegen, können wir uns eine richtig, richtig epische Ability holen. Ja gut, um 200 Lebenspunkte. Mit dem Zeitsphäroiden werden wir noch ein bisschen bessere Trefferchance. Und mit dem Ability-Sphäroiden können wir uns die Hast-Ability besorgen. Diese erlaubt es uns jetzt auch noch, unsere Geschwindigkeit zu verdoppeln. Und dadurch kann Tidos noch mächtiger werden. Und dadurch, dass ich auch so viele Level habe, kann ich hier die Angriffskraft nochmal um einen Punkt verstärken. Und Tidos hat jetzt 22 Angriffsstärke. Wenn wir das vergleichen mit den anderen, 16, 20, er ist sogar besser als Auron. Genauso gut wie Kimari. Kimari und Auron sind beide sehr, sehr stark, das muss man ihnen lassen. Und jetzt Tidos kann jetzt richtig übel reinhauen. Und wie es weitergeht und was wir sonst noch so alles erleben werden im nächsten Part, ja, das erfahrt ihr natürlich auch im nächsten Part, ne? Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wie es hier weitergeht, das alles und vieles mehr beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tredi.